So, hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Webinar. Erstmals mit dem Thema Arcsurf UDP Cloud Direct. Mein Name ist Dennis Rotsch. Ich bin bei Arcsurf als Pre-Sales Consultant zuständig und ja, berate sozusagen unsere Partner und Endkunden sozusagen um ja, alle technischen Fragen rund um unsere Arcsurf-Produkte. Und ja, wie ich gerade schon sagte, ist heute das erste Mal, dass wir das live vor Publikum zeigen. Das ist unsere neue Backup-Lösung, die direkt als Backup as a Service in der Cloud läuft. Und ja, die möchte ich Ihnen jetzt so in der nächsten Dreiviertelstunde gerne vorstellen. Kurz zum Organisatorischen. Wir sind mit dem Tool GoToWebinar unterwegs. Das heißt, Sie sind alle auf Stumm geschalten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie das gerne in dem Tool, gibt es so eine kleine Fragensektion, können Sie die Fragen gerne stellen. Und ich würde die Fragen dann während des Webinars oder gegebenenfalls anschließend dann versuchen zu beantworten. Des Weiteren können Sie die Präsentation, die Sie hier sehen heute, als PDF sowie noch weitere Handouts zu unserem neuen Produkt in dem Handout-Bereich runterladen. Und ich habe eine kleine Agenda vorbereitet. Das heißt, ich würde kurz ein, zwei Worte zu uns als Unternehmen erzählen. Dann möchte ich über das UDP Cloud Direct sprechen. Wir haben über die Technologien BaaS und DRaaS sowie die Einsatzmöglichkeiten und die Architektur, die sich dahinter befindet. Und damit Sie das ja auch mal live sehen, zeige ich Ihnen das auch in der Oberfläche nachher in meiner Vorführumgebung dazu. Und zu allerletzt sage ich, wie es denn lizenziert wird. Okay, ja, das Webinar wird auch komplett aufgezeichnet. Das heißt, Sie können sich das im Nachgang dann nochmal anschauen, entweder über den direkten Link oder dass sich das über unseren deutschen YouTube-Kanal dann halt nochmal anschauen. Ja, kurz zu uns, Arcsurf als Unternehmen. Wir sind ein weltweites Unternehmen, spezialisiert auf integrierte Verfügbarkeitslösungen für virtuelle und physikalische Umgebungen. Und das hier unten, was ich aufgezeichnet habe, sind unsere Standbeine, das heißt Tape-Backup, Snapshot-Backup, Hochverfügbarkeit, sowie sind wir Hersteller von Backup- und Disaster-Recovery-Appliances. Und wir haben sowohl jetzt mittlerweile zwei Cloud-Produkte bei uns im Portfolio, wo ich nachher später drauf zu sprechen kommen möchte. Und sowie sind wir Anbieter für ja, Archiving, E-Mail-Archivierungslösungen. Ja, was ist passiert? Im vergangenen Jahr, und zwar war das am 11. Juli 2017, haben wir das Unternehmen Zeta übernommen. Zeta ist ein amerikanischer Anbieter für ja, Cloud-Backup-Lösungen. Wir haben das Unternehmen gekauft und die Lösung heißt jetzt Arcsurf UDP Cloud Direct. Wir haben da zwei Produkte im Portfolio. Das eine ist das BaaS, das steht für Backup as a Service, und das DRaaS steht letztendlich für Disaster Recovery as a Service. Und das ist eine Softwarelösung, die sozusagen direkt in die Cloud sichert und ist geeignet für kleine und ja, mittelständische Unternehmen, richtet sich das vorwiegend. Ja. Ja, was steckt da letztendlich hinter? Direkt in die Cloud. Ich habe es direkt schon mal so als Überschrift genannt, so wie der Produktname letztendlich dann auch sagt. Ist es eine simple und einfache Einrichtung mit Hilfe von der Webkonsole. Um die lokale Hardware letztendlich zu sichern, brauchen Sie keinen Backup-Server oder irgendeine Appliance letztendlich, die an dem Kundensystem irgendwo dazwischen geschaltet wird, sondern das reicht letztendlich über eine Installation von einem Agenten. Die Datenmengen können bis hin zu 500 Terabyte letztendlich in der Cloud gesichert werden. Und wir haben ja Möglichkeiten, ein sogenanntes Failover zu initiieren. Der ein oder andere wird das vielleicht kennen aus unserer UDP-Software, die on-premise letztendlich läuft. Haben wir Funktionalitäten wie Instant VM oder Virtual Standby, womit Sie letztendlich auch ein Failover dann erzeugen können. Und Ähnliches bieten wir halt hier auch in Cloud Direct an, wo ich nachher später noch mehr zu den Details letztendlich erzählen möchte. Ja, die Wiederherstellung bei Cloud Direct läuft direkt auch aus der Cloud. Da es ja lokal kein zwischengeschaltetes System oder Ähnliches gibt, werden Daten dann direkt aus dem Cloud-Repository dann heruntergeladen. Und das Management passiert alles über eine einzige Webkonsole.
Ja, lassen Sie uns mal ein bisschen über das Backup as a Service sprechen. Was sind deren Hauptmerkmale und ja, was sind für Funktionalitäten letztendlich dahin implementiert? Direct to the Cloud, das heißt keine zwischengeschaltete Hardware. Wir nutzen eine integrierte Warnoptimierung, die Ihre Daten sozusagen, bevor sie transportiert werden, komprimiert werden und sozusagen zu uns ins Rechenzentrum übertragen werden. Bei dieser Warnoptimierung verbirgt sich dahinter auch eine ja, Mehrkanalverbindung. Das heißt, die Lösung baut mehrere Kanäle gleichzeitig zu unserem Rechenzentrum auf, um ja möglichst die maximale zur Verfügung stehende Bandbreite dann halt auszulasten. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, wenn Sie lokal irgendeinen Speicher haben, wie ein NAS-System, gibt es noch die Möglichkeit herzugehen und die Daten auch noch auf ein NAS-System lokal dann auszulagern bei Bedarf. Ja, wie gesagt, das ist ein webbasiertes Management, wo Sie letztendlich die komplette Konfiguration halt drüber verwalten. Und die Daten werden für den Transport sowie auch für die Speicherung verschlüsselt. Die Transportverschlüsselung ist eine SSL-Verschlüsselung und die entsprechend dann auch die Backups während des Transports dann halt validiert. Des Weiteren unterstützen wir in der Cloud als auch mehrere Wiederherstellungspunkte können Sie dort speichern. Das heißt, die Retention-Konfiguration reicht auch über 10 Jahre hinweg, je nach Bedarf, wie Sie was für Anforderungen Sie halt bei dem Kunden dann halt haben. Ja, des Weiteren gibt es die Möglichkeit, ja, automatisierte Backups letztendlich durchzuführen. Auf der einen Seite von Dateien, Ordnern, Datenbanken, sowie auch Exchange oder auch es gibt die Möglichkeit, ein komplettes Image von einem ganzen Server oder von einem ganzen PC letztendlich dann auch in die Cloud halt zu übertragen. Ja, schauen wir uns das DRaaS mal an. Steht für Disaster Recovery as a Service. Ist letztendlich ein 100% basierter Cloud-Dienst. Das heißt, das ist letztendlich ein Hypervisor, der bei uns in der Cloud läuft, in dem Sie ein Failover initiieren können, wo dann die entsprechende Maschine dann halt zur Verfügung gestellt wird. Es gibt die Möglichkeit, eine Active Directory-Integration zu machen, so wie gesagt, also physikalische als auch virtuelle Systeme von VMware oder Hyper-V direkt in das System sozusagen verfügbar zu machen. Ja. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, herzugehen und ein sogenanntes Site-to-Site-VPN zu konfigurieren, damit Sie entsprechend, wenn die Maschinen in der Cloud betrieben werden, dann auf diesen Service drauf zugreifen können. Ja, es ist kosteneffizient. Wir konkurrieren dort auf Augenhöhe aus unserer Sicht mit Amazon und Azure und haben eine relativ simple Lizenzierung dazu, wo ich später nochmal drauf zu sprechen komme. Ja, des Weiteren gibt es die Möglichkeit, sogenannte automatisierte Disaster Recovery Prüfung durchzuführen. Das ist ähnlich zu verstehen wie unsere Schutt Recovery Funktion in UDP, die letztendlich die Daten nochmal validiert und guckt, ob die Systeme dann auch wiederherstellbar sind. Ja, und genau wie das Backup as a Service lässt sich auch das Disaster Recovery as a Service unter einer Oberfläche, ist das sozusagen zusammengefasst, dann konfigurieren, wo Sie entsprechend dann auch die Konfiguration von Netzwerk-Firewall und VPN-Konnektivität unsererseits sozusagen auf diesen Web-Interface dann halt durchführen können. Ja, was für eine Plattform unterstützen wir? Ist da, denke ich, immer ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ja, klar, die Marktplayer werden mit unterstützt. Das heißt, für die VMware-Welt stellen wir eine ja, virtuelle Appliance zur Verfügung. Wenn Sie Ihre Systeme auf der VMware-Seite gerne hostbasiert sichern möchten, gibt es diese Möglichkeit. Man installiert dann eine Appliance, die hat ein paar hundert MB, die können Sie direkt so fertig aus der Cloud-Direktkonsole runterladen und in Ihre virtuelle Infrastruktur dann importieren. Und die dient uns sozusagen letztendlich dann als Kommunikationspunkt, um die einzelnen virtuellen Maschinen dann sozusagen ja, Server-Image-basiert sozusagen zu transportieren. Für die Hyper-V-Welt sieht das so aus, wird der Cloud Direct Agent auf dem Hyper-V-Host entsprechend installiert und
Über diesen Agent kommunizieren wir dann mit dem Hypervisor und transportieren dann die virtuellen Maschinen in die Cloud. Ja, für physikalische Systeme bieten wir einen Cloud Direct Agent an, der direkt auf der Hardware installiert wird. Das heißt, das können Serverbetriebssysteme sein, das können aber auch Desktop-Betriebssysteme sein, die dabei mit unterstützt werden. Und ich habe hier das unten mal aufgezeichnet. Das heißt, von Windows XP, Service Pack 2 bis Windows 10, sowie auch, ja klar, die Windows-Server in den Versionen 2003 bis 2016, wie die aufgeführten Linux-Versionen, CentOS, Debian, Red Hat, SUSE und Ubuntu und unter anderem auch in der Mac-Welt das macOS und den macOS-Server haben wir Kompatibilitäten hergestellt, sodass Sie diese Agent entsprechend darauf auch installieren können. Ja, hier nochmal eine Übersicht, welche Funktionalität für welche Systeme hier supporten. Das heißt, auf der Backup as a Service Seite unterstützen wir sogar das Windows Image, System Stage, sowie können Sie auch einfach nur Files and Folders letztendlich in die Cloud hochladen, sowie können Sie auch einen SQL Server, einen Exchange Server halt sichern oder Hyper-V Images. Wenn Sie das Ganze als Disaster Recovery möchten, dann ist es klar notwendig, dass Sie ein komplettes System Image sozusagen in die Cloud dann übertragen. Für die Linux- und für die Mac-Welt unterstützen wir ja Files and Folders und da ist noch kein Disaster Recovery sozusagen dann logischerweise zur Verfügung. Ja, schauen wir uns die Plattform einmal an. Wie sieht die Technologie letztendlich dahinter aus? Das heißt, wir haben ein Verwaltungsportal, wo Sie letztendlich eine schnelle und einfache Konfiguration zur Überwachung des Services letztendlich konfigurieren können. Der Software Agent ermöglicht den effizienten Support sozusagen in die Cloud. Da habe ich vorhin von gesprochen. Das heißt, wir haben da eine durch diese Mehrkanalverbindung eine bestmögliche Auslastung der vorhandenen Bandbreite. Und ja, wir haben ja Tools mit implementiert, die Sie ja letztendlich, die Ihnen das Reporting erlaubt, sowie als auch Applikationen, die Recovery as a Service letztendlich durchführen, sowie haben wir APIs ermöglichen letztendlich den MSP, den Zugriff und ein White Labeling. Und da möchte ich ein bisschen was zu sagen, und zwar ist die Architektur von Cloud Direct so aufgebaut, dass Sie eine Mandantentrennung entsprechend dort drin haben. Das heißt, wenn Sie das gerne als Service Provider verwenden möchten, können Sie das Ganze bei uns sozusagen dann mieten und Ihre einzelnen Kunden darunter dann in diese Cloud, in das Cloud Direct Repository dann replizieren lassen. Das heißt, es gibt eine Mandantentrennung drinne. Und dieses White Labeling bedeutet letztendlich, dass Sie hergehen können und für die Kundenansicht, ja, das heißt, wenn Sie Ihren Kunden auch die Möglichkeit erschaffen wollen, dass Sie auch selbst vielleicht Restores durchführen möchten, dann können Sie die Konsole entsprechend mit Ihren Firmenlogos labeln, sowie gibt es auch die Möglichkeit, den UDP Cloud Direct Agent mit Ihrem Firmenlogo zu labeln. So sieht das aus, als wäre das jetzt die Max Mustermann Systemhaus GmbH beispielsweise. Ja, und da finden Sie dann kein ArcServe-Logo in dieser sozusagen Kundenansicht dann halt wieder. Ja. Ja, wie sieht die Architektur von Backup as a Service aus? Das heißt, klar, auf der einen Seite für die physikalischen Systeme wird der Agent auf den lokalen Servern oder Laptops installiert, der die Daten dann im nativen Datenformat in die ArcServe-Rechenzentren repliziert. Das heißt, die Daten werden für den Transport sozusagen komprimiert, landen aber dann wieder im Original. Ja, Datenformat sozusagen in der Cloud. Ja, wie gesagt, Sie können hergehen und die Software so weit konfigurieren und sagen, okay, ich habe vielleicht nicht ausreichend genug Bandbreite zur Verfügung, um jetzt von meinen PCs oder Servern die gesamten Server jetzt in die Cloud zu replizieren, aber ich habe vielleicht ein paar wichtige Verzeichnisse, die mir nicht abhanden kommen sollen. Und da haben Sie dann die Möglichkeit auch herzugehen und sagen, ja, okay, ich möchte jetzt einfach nur Files and Folders replizieren in die Cloud und die dort dann halt absichern.
Ja, ansonsten gibt es die Möglichkeit, den UDP Cloud Direct Backups as Service Dienst so zu konfigurieren, dass sie auch eine lokale Sicherheitskopie halt durchführen. Das ist vielleicht gerade dann interessant, wenn Sie große Datenmengen haben und für die erste Initialsicherung vielleicht auch ein paar Tage benötigen, bis die letztendlich in die Cloud geschrieben sind. Aber wenn Sie den Fall eines Ausfalles haben und die Daten schnell zurück benötigen, aber die Internetleitung vielleicht nicht ausreichend Bandbreite bietet, um innerhalb der SLAs zu arbeiten, gibt es auch noch die Möglichkeit, herzugehen und die Daten auf ein NAS oder auf eine USB-Festplatte oder Ähnliches letztendlich dann auszulagern. Also Sie können dann einen UNC-Pfad angeben oder letztendlich ein lokales Laufwerk, wo die Daten dann zusätzlich noch hingespeichert werden sollen. In der Disaster Recovery Lösung sieht das Ganze dann so aus. Das heißt, klar, ich muss ein komplettes System-Image in die Cloud replizieren. Und im Falle eines Falles, dass Sie jetzt hergehen möchten und Sie haben jetzt einen Fehler letztendlich, ein Service fällt aus oder der ganze Server fällt aus oder Ähnliches und Sie möchten den Server jetzt gerne in der Cloud wieder verfügbar machen, läuft das Ganze so ab. Man muss dazu diese DRaaS-Optionen dann entsprechend bei uns dann mitmieten. Das stellen wir für kleine Umgebungen los, zur Verfügung ab 2 Prozessoren mit 4 GB RAM und da gibt es noch größere Staffelungen, wie Sie dann halt die Ressourcen entsprechend bei uns mieten können. Und dann haben Sie die Möglichkeit herzugehen und Ihre ausgefallene Maschine von dem letzten Backup, was Sie angefertigt haben, dann sozusagen in der Cloud dann halt wieder anzustarten. Das Ganze läuft dann kann dann angebunden werden mit einem Point-to-Site-VPN oder mit einem Site-to-Site-VPN. Dafür stellen wir sozusagen eine Arcsoft VPN-Appliance zur Verfügung, womit Sie dann letztendlich die IP-Adressen bündeln können. Des Weiteren bekommen Sie von uns eine öffentliche IP-Adresse zur Verfügung gestellt für den Zeitraum, wo Sie das dann halt entsprechend mieten. Ja, und jetzt würde ich Ihnen das gerne mal zeigen, wie das Ganze ausschaut. Da hole ich jetzt mal meinen Browser her. Okay, die Login-Seite, um sich auf dem Cloud-Portal entsprechend anzumelden, ist admin.zeta.net. Wenn Sie gerne hergehen möchten und das selber gerne mal ausprobieren wollen, wie bei allen unseren ArcSoft-Produkten, können Sie da eine 30-Tage-Trial letztendlich beantragen. Diese 30-Tage-Trial bieten wir allerdings nur für Backups as Service an. Ja, wenn Sie diese Trial gerne testen möchten, müssten Sie über unsere normale ArcSoft-Seite gehen, also arcsoft.com und dann in den Reiter Cloud Direct und da können Sie sich dann registrieren lassen und dann das entsprechend ausprobieren. Für die Administration geht man auf adminzeta.net und ich habe hier schon mal einen Benutzeraccount kreiert. Und wenn ich mich einmelde, komme ich jetzt erstmal auf die globale Ansicht. Ich habe einen Account, das ist ein MSP-Account. Das heißt, ich bin selber Service Provider und habe mir hier einfach mal zwei Kunden eingerichtet. Mein einer Kunde ist die Max Mustermann GmbH und mein zweiter Kunde ist die Arcsoft Germany GmbH. Und ich bekomme dann letztendlich erstmal einen Überblick darüber, wie ist das Speicherverhalten der einzelnen Kunden, die ich jetzt hier drauf laufen habe. Der eine hat jetzt hier 31 GB und der andere nur 16 beispielsweise gespeichert. Und ich kann jetzt hier reingehen und beispielsweise in diese Max Mustermann GmbH mal reinschauen und sehe zum Beispiel, hier werden drei Systeme von mir abgesichert. Und auf der einen Seite ist das jetzt hier einfach mein Notebook, wo ich einfach ein paar Verzeichnisse letztendlich in die Cloud hochgeladen habe. Hier habe ich dann einmal einen Windows-Server, der letztendlich auf meinem ESXi-Server virtualisiert ist, gesichert, sowie ein Linux-Server auf Debian-Basis, den ich hier ebenfalls in die Cloud entsprechend hochgeladen habe.
Des Weiteren gibt es hier in der Ansicht, gehen wir mal durch die Reiter einmal durch, eine Übersicht letztendlich, wenn Sie hier virtuelle Systeme auch mit absichern möchten, gibt es dann hier die Konfiguration für unsere virtuelle Appliance. Die können Sie hier direkt als OVA-File von der Webseite dann runterladen und in Ihre virtuelle Infrastruktur dann importieren, sowie hier die Konfiguration der entsprechenden Backups dann einstellen. Hier ist es so, ich habe gesagt, meine Backups sollen jeden Tag laufen, immer um 21:15 Uhr. Und bei Bedarf haben Sie hier die Möglichkeit zu sagen, Sie möchten vielleicht eine Geschwindigkeitsbremse dann einbauen. Ja, das heißt, Sie können sagen, okay, ich möchte meinen Datentransfer in die Cloud auf 300 Kilobits beispielsweise reduzieren und können hier definieren, in was für einem Zeitfenster möchte ich jetzt diese Reduktion vornehmen. Und das soll vielleicht während meinen Geschäftszeiten zwischen 8 und 17 Uhr dann halt stattfinden. Danach soll die volle Bandbreite dann halt zur Verfügung stellen. Das können Sie hier entsprechend dann einstellen. Des Weiteren gibt es noch ja, erweiterte Funktionen, wo Sie dann ein sogenanntes Staging durchführen könnten. Hier automatisch neue hinzugefügte VMs auch in die Cloud zu replizieren. Ja, das ist eine Funktionalität, die kennen Sie vielleicht aus unserer UDP On-Premise-Welt. Das heißt, wenn Sie neue Maschinen in Ihre virtuelle Infrastruktur importieren, gibt es die Möglichkeit, dass wir das automatisch erkennen und diese dann in unser Datencenter dann automatisiert dann replizieren. Und hier unten kriegen Sie eine Übersicht letztendlich darüber. Das sind meine virtuellen Maschinen auf meinem ESXi-Host hier drauf. Und ich habe jetzt hier beispielsweise für zwei dieser Maschinen die Sicherung dann aktiviert. Deswegen sind hier so blau hinterlegt. Und ich kann jetzt noch hergehen und sagen, okay, ich hätte gerne den Ubuntu jetzt noch gesichert. Dann würde ich einfach die Sicherung dafür aktivieren und da wird es nach dem oben angebrachten Schema dann halt dann absichern. Ja, schauen wir mal auf die Volumes. Da bin ich vorhin kurz schon drauf eingegangen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, die Retention zu konfigurieren. Das heißt, wie lange sollen die Daten bei uns in der Cloud dann gespeichert werden? Und da bieten wir, also die Default-Konfiguration sind 7 Tage. Wenn Sie das gerne länger möchten, ist das konfigurierbar. Man muss halt immer darauf achten, nachher letztendlich die Abrechnung läuft bei uns per Terabyte. Wie lange möchten Sie Ihre Daten dann in der Cloud dann halt vorhalten. Das können Sie hier dann entsprechend dann konfigurieren. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, auch mehrere Volumes letztendlich einzurichten. Ne? Das heißt, wenn Sie vielleicht Systeme haben, da haben Sie längere Aufbewahrungszeiten oder vielleicht auch nur Files and Folders, die Sie gerne absichern möchten, wo vielleicht irgendwelche Daten drauf sind, die Sie für einen Zeitraum von 10 Jahren vielleicht vorhalten müssen. Können Sie hierher gehen und auch ein weiteres Volume einrichten, was dann eine längere Aufbewahrungsfrist dann halt mit sich bringt. Ja, und hier in den Reports kann man letztendlich anschauen. Sie können sich so, ja, so letztendlich ein Backup-Report schicken lassen von unserem System per E-Mail. Das heißt, da gibt Ihnen eine Auskunft darüber, ob Ihre Backups gelaufen sind oder nicht gelaufen sind und wie der Datendurchsatz war. Oder auch das Wichtigste ist, wie viele Daten wirklich gespeichert worden sind dann in der Cloud. Das können Sie dann sich in den Reports dann entsprechend konfigurieren. Das sind vordefinierte Reports. Das heißt, wir können mal in einen Report letztendlich reinschauen und mal einfach einen kreieren. Das heißt, es läuft ganz einfach so ab. Ich nenne ihn einfach mal Backup Report. Und Sie können definieren und sagen, okay, den hätte ich immer gerne, was weiß ich, morgens um 9 und der soll täglich kommen. Und hier können Sie dann definieren und sagen, an welche E-Mail-Adresse soll das Ganze dann geschickt werden. Ja, und hier gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte es an alle von allen Systemen bekommen oder ich möchte vielleicht die Systeme, worüber ich mich informieren lassen möchte, dann halt einschränken. Und so kann ich den Report dann erstellen und der würde dann hergehen und mir entsprechend täglich dann Auskunft darüber, ob mein Backup, wie der Stand meines Backups halt ist.
Ja, Usage gibt es nochmal eine grafische Übersicht in der Anzeige, wo Sie letztendlich einen Überblick bekommen über alle Ihre Kunden, wie die Datennutzungsverhaltung jetzt in diesem Moment halt ist. Und in der Benutzerverwaltung, das ist, denke ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja davon gesprochen, dass wir eine mandantenfähige Struktur haben, können Sie entsprechend auch verschiedenste Benutzerrechte halt definieren. Es gibt bei uns einmal den sogenannten Portal-Admin. Das können wir uns mal anschauen. Und zwar habe ich das hier mal definiert. Das heißt, ich bin der oder Partner Group Admin oder Partner Admin sozusagen. Des Weiteren können Sie hergehen und sagen, okay, Sie möchten vielleicht für Ihren einzelnen Kunden gibt es auch nochmal einen IT-Verantwortlichen vor Ort und der soll auch Rechte bekommen, beispielsweise um einen Restore letztendlich durchzuführen. Dann kann man hier entsprechend Partner Group Recovery Account kreieren und der Benutzer kann dann sich an diesem Cloud Direct Dienst hier anmelden und vielleicht von seinem einzelnen PC halt Daten selbst wiederherstellen. Ja, und dann kommen wir nochmal zum Branding. Beim Branding ist es so, haben Sie hier die Möglichkeit, das Branding zu aktivieren und ich habe das hier mal gemacht. Ich habe mir mal ein Company-Logo erstellt, das heißt die Max Mustermann Systemhaus GmbH. Und in meiner Ansicht sieht man das jetzt nicht, weil ich selbst der Partner-Admin sozusagen bin. Aber für Ihre Kunden, wenn Sie sich dann an dem System mit den entsprechenden Rechten authentifizieren, würden Sie entsprechend diese Logos anstelle des Arcs of UDPs hier oben angezeigt bekommen, sowie auch in unserem Agent, der dann bei Bedarf auch mit Ihrem Logo gelabelt werden kann. Okay, schauen wir uns mal an, wie das Ganze im Restore aussieht. Auf der einen Seite habe ich hier jetzt mal ein paar Files in Folders letztendlich gesichert. Wenn ich die wiederherstellen möchte von der Cloud, wähle ich jetzt erstmal die letzte Sicherung aus, die ich angefertigt habe. Und hier gibt es die Möglichkeit, in diese Sicherung reinzuschauen und beispielsweise herzugehen, hier ein Verzeichnis zu definieren und sagen, ich habe jetzt hier diese PDF-Dokumente, die möchte ich jetzt wiederherstellen. Und dann können Sie die Dokumente oder ein ganzes Verzeichnis vielleicht auch wiederherstellen und können die dann sozusagen hier auf ein System Ihrer Wahl dann halt zurückspielen. Ich habe jetzt nur einen PC da drinne. Hätten Sie mehrere, könnten Sie auch den Restore letztendlich auf einem anderen System dann halt durchführen. Ich starte das jetzt an und hier in diesem Statusmonitor kriegen Sie dann Auskunft darüber, wie ist jetzt die aktuelle Bandbreite, wie viel hat er schon übertragen, ob der Job abgeschlossen ist oder nicht. Sowie auch der Agent im Hintergrund gibt Ihnen Auskunft darüber, dass er letztendlich jetzt den Restore halt durchführt. Ja, also der Restore, also der Agent letztendlich, der auf dem einzelnen PC dann installiert worden ist. Ja. Das gleiche gilt auch für eine virtuelle Umgebung. Da gibt es die Möglichkeit, das Ganze dann als Image-File sozusagen zurückzuspielen oder halt auch ein Restore durchzuführen, direkt in die virtuelle Umgebung dann halt rein. Und das wähle ich jetzt mal aus und gehe auch mal in diesen Browser rein. Und da sehe ich jetzt hier zuallererst meine beiden Maschinen, die ich gesichert habe. Einmal meinen Archivserver und mein Full System High Availability Appliance. Und hier kann ich halt reingehen und die einzelnen Festplatten dann halt sehen. Ja, und ich kann jetzt hier sehen, okay, ich habe ein C-Laufwerk, das hat 30 Gigabyte und das ist mein E-Laufwerk, das hat jetzt 2 Gigabyte. Aber wir zeigen hier mal die Originalnamen an, die wir unter VMware dann halt vergeben haben. Ja, und dann kann ich das Ganze dann wieder herstellen. Und als Ziel wähle ich dann meine virtuelle Appliance aus, wo ich die Daten dann halt sozusagen über diese virtuelle Appliance dann zurückspielen kann auf meine virtuelle Umgebung. Okay, soweit.
Ja, das heißt, der Restore ist jetzt abgeschlossen, die Files sind aus der Cloud zurückkopiert und ich bekomme hier entsprechend auch in der Anzeige dann angezeigt, dass ich dass kein Restore halt mehr stattfindet zum jetzigen Zeitpunkt. Okay. Die Disaster Recovery Funktion kann ich leider noch nicht live zeigen im Moment. Die wird wahrscheinlich zum Ende des Monats zur Verfügung stellen. Das heißt, im kommenden Monat März, wenn wir das auch die Möglichkeit haben, dass im Pre-Sales-Bereich dann die Demo-Accounts haben, werde ich nochmal einen weiteren Webcast dann durchführen und dann werde ich nochmal speziell auf das Disaster Recovery as a Service eingehen und das nochmal live zeigen, wie das Ganze dann aussieht, auch mit der Verbindung des Site-to-Site-VPNs, beispielsweise, wie die Konfiguration dann letztendlich dann vonstatten geht. Okay. Dann kommen wir mal zurück auf meine PowerPoint. Von der Lizenzierung her ist das ganz simpel. Wir haben eigentlich nur zwei Produkte im Angebot. Das eine ist das Backup as a Service. Das heißt, in unserem Produktkatalog Access UDP Cloud Direct Storage. Das geht los ab ein Jahr Annual Subscription. Das heißt, wenn Sie das gerne benutzen möchten, könnten Sie erstmal damit beginnen, vielleicht einen Test-Account bei uns aufzumachen. Wenn Ihnen das gefällt, können Sie letztendlich hergehen über unseren Reseller, dann letztendlich hergehen, diese ja, SKUs dann erwerben. In diesen SKUs ist auch die Wartung gleich mit inkludiert, also nicht so wie bei unseren anderen UDP-Produkten, die sozusagen On-Premise verwenden. Besteht das ja immer aus einer Lizenz und einer Maintenance für 1 oder 3 Jahre. Hier ist es so, es ist einfach eine jährliche Miete für das Storage und wir haben hier noch ein paar Staffeln drin. Das heißt, wenn Sie direkt, sagen wir mal, 10 Terabyte kaufen, gibt es dann nochmal einen kleineren Discount, als würden Sie jetzt 10 mal 1 Terabyte beispielsweise kaufen. Ja. Hier unten, das sind die zur Verfügung stehenden Ressourcen, die wir für das Disaster Recovery as a Service anbieten. Das geht los letztendlich bei einer virtuellen CPU und 4 GB RAM und so weiter. Das können Sie untereinander dann halt auch addieren. Wenn Sie sagen, okay, ich brauche jetzt hier eine Maschine, die hat 12 GB RAM, dann könnten Sie den Small und den Medium zusammen kaufen und hätten dann die Ressourcen entsprechend in dem Rechenzentrum dann halt zur Verfügung. Ja, soweit. Ich möchte gerne noch darauf hinweisen, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die jetzt gerne im Chatbereich stellen und ich würde die dann anschließend versuchen zu beantworten. Ich möchte gerne noch auf unsere kommenden Veranstaltungen darauf hinweisen. Das heißt, in der nächsten Woche geht es speziell UDP 6.5 und spezialisiert um den Tape-Export. Die Woche drauf gibt es nochmal unsere RHA-Lösung für Windows-Server. Dann zeige ich Ihnen, wie man die UDP Archiving Appliance letztendlich mit einem Exchange Server verbindet, sowie wie das Office 365 Setup. Und des Weiteren sind wir auch in diesem Jahr verstärkt in Deutschland unterwegs, zum Beispiel auf der Storage und Data Analytics Konferenz am 22. März in Stuttgart. Es gibt noch weitere Termine über das gesamte Jahr hinweg gesehen. Da können Sie hier unten, wenn Sie auf unseren Veranstaltungskalender raufgehen, können sich die ganzen Termine dann anzeigen lassen oder wenn Sie auf arxiv.com gehen und dann auf die deutsche Seite wechseln, können Sie die Veranstaltung dort dann auch sehen, sowie halt weitere Aufzeichnungen von vergangenen Webinaren. Gut, soweit. Dann schaue ich mal, ob es Fragen weiter gibt. Ja, da gibt es eine Frage zu den Bandbreiten. Und zwar, wie sieht eine Initial-Backup aus? Ich denke dabei an große Datenmengen und kleine Bandbreiten. Wie sieht ein umfangreicher Restore aus? Gleiche Themen wie zuvor. Ja, also es ist letztendlich so, die Daten, die wir haben, das heißt, wenn Sie jetzt 100 GB an Daten haben und möchten die sozusagen in die Cloud transportieren, machen wir dann eine Warnoptimierung. Das heißt, wir komprimieren die Daten für die Übertragung. Ja, das heißt, je nachdem, wie gut die Daten, die Sie haben, zu komprimieren sind, wird dadurch eine Reduktion der Datenmenge halt für den Transport dann erreicht. Ja, das heißt, wenn Sie durch die Komprimierung vielleicht 30% einsparen, dann müssen Sie aber
trotz alledessen halt noch 70 Gigabyte dann über die Leitung transportieren. Ja, das ist so. Ja. Okay. So, jetzt noch eine Frage. Wenn ich 10 Terabyte miete, kann ich trotzdem mehrere Server sichern oder muss man dann die entsprechende Anzahl haben, wie zum Beispiel 10 mal 1? Nein, das ist nicht notwendig. Das heißt, bei uns ist es bei einem Cloud-Direkt-Lizenzierung ist es relativ simpel. Sie mieten einfach nur den Speicherplatz, den Sie in der Cloud benutzen. Das heißt, wie viele Server oder Notebooks oder was auch immer Sie da anbinden, Sie nachher letztendlich verwenden, spielt keine Rolle. Ja, Sie können entweder dann einen Server da anschließen, der vielleicht die Menge von 10 Terabyte haben, aber es könnten jetzt auch vielleicht 100 Notebooks beispielsweise sein, ja, die Sie in die Cloud dann replizieren. Das ist dann Ihnen überlassen. Wir haben keine Lizenzierung, wie es in der UDP-Welt ist, auf Serverseite oder auf Sockelseite oder auf der Quellkapazität letztendlich. Wir lizenzieren die Daten, die Sie bei uns im Rechenzentrum speichern. Ja, das ist das, was entscheidend ist. Okay. So, dann kommt noch eine Frage. Ist ein Rechenzentrum in Deutschland geplant? Im Moment kann ich dazu nichts sagen, ich weiß es nicht. Das aktuelle Rechenzentrum für Europa ist in Manchester in England aufgebaut, wo die Daten entsprechend hinrepliziert werden. So, dann gibt es noch eine Frage. Was passiert bei Überschreitung des gekauften Kontingents? Das heißt, wenn Sie an diese Grenze rankommen, kriegen Sie als Partner-Admin, also als Administrator Organisation entsprechend eine Information dazu. Meines Wissens laufen die Backups weiter. Sie kriegen dann eine sogenannte Karenzzeit dazu, entsprechenden Handlungen durchzuführen. Was Sie machen können, ist dann die Anzahl der Backups zu reduzieren, also der Wiederherstellungspunkte. Oder Sie kaufen dann halt bei Ihrem Reseller dann ja, mehr Speicherkapazität dann ein. Ja, dann gibt es noch eine Frage. Guten Tag. Wird es möglich sein, auch eigene Server in eigenen Rechenzentren als Sicherungsziel nutzen zu können? Also ähnlich wie bei unserem RPS-Server in UDP. Ja, es wird so sein, aber nicht mit dem Cloud Direct. Cloud Direct ist ein eigenständiges Backup-Produkt. Das heißt, auch wenn es den Namen UDP trägt, UDP heißt bei uns letztendlich alles. Es gibt aber auch ein Backup-Programm, was Sie halt kennen, um On-Premise halt zu sichern. Das ist unser Axe of UDP. Und das Axe of UDP Cloud Direct ist letztendlich ein komplett separates Backup-Programm mit einer eigenen Technologie. Wir werden in Kürze ein Produkt auf den Markt bringen. Das heißt, Axe of UDP ist unsere Hybrid Cloud. Und das bietet Ihnen dann die Möglichkeit herzugehen. Und wenn Sie zum Beispiel eine lokale On-Premise-UDP-Installation haben und möchten die Daten gerne auslagern und von unserer quellseitigen Deduplizierung, die ja zwischen unseren beiden RPS-Servern stattfindet, nutzen zu möchten, das können Sie dann dabei verwenden halt, ja. Werden wir separat dann nochmal Mailings rausbringen. Das ist aktuell in der Vorbereitung in den Rechenzentrum, wird aber in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen. So. So, dann gibt es noch eine Frage. Gibt es die Möglichkeit, dass man quasi upgraden kann von einer lokalen Axe of UDP On-Premise-Installation auf das neue Backup-as-a-Service-Modell. Das gibt es nicht. Die Preise sind schon bekannt. Das heißt, über unsere Distribution kriegen Sie die Preise. Das ist ja in Deutschland die ALSO und die TIM AG.
Können Sie hergehen und sich die Preise entsprechend besorgen. Die gibt es schon seit meines Wissens Oktober vergangenen Jahres, stehen die schon in den, ja, bei ihren Distributionen entsprechend zur Verfügung. Ja. Also das Ganze geht los. Letztendlich Listenverkaufspreis für 1 TB geht bei 1.721 € los. Das ist der Listenverkaufspreis. Das kommt dann immer drauf an, wie Sie dann eher, wie Ihre Konditionen sind. So. Dann noch eine Frage: Sind die 10 TB, die ich in der Cloud kaufe, gededupt oder ist das Raw Data? Das ist Raw Data. Letztendlich, wenn Sie in der Quelle 10 TB haben, verkleinern wir die zwar für den Transport der Daten, werden die komprimiert, aber bei uns im Rechenzentrum werden sie dann sozusagen wieder entpackt und Sie haben die Daten dann 1:1 dort gespeichert. Okay, dann noch eine Frage. Gibt es die Möglichkeit, das Backup as a Service an einer Monitoring-Software anzuschließen? Meines Wissens nicht. Im Moment das einzige Möglichkeit gibt es letztendlich, diese Reports zu generieren, die Ihnen dann Auskunft über die entsprechenden Backups dann halt gibt. Okay, so, ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen beantwortet, die soweit aufgelaufen sind. Sollte ich irgendwen vergessen haben, können Sie mir gerne jederzeit eine E-Mail an dennis.rotsch@arxof.com schreiben und ich würde die dann versuchen zu beantworten. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Bis zur nächsten Woche. Ciao.